an diesem VU an der nördlichen Rennstraße, zu der wir um 18.55 Uhr alarmiert wurden mit dem Alarmstichwort VU02. Mehrere beteiligte PKWs, Personen eingeklemmt. Der Rettungsdienst war mit Rettungsdienststufe 3 fort und wir fanden die Situation, dass sich zwei PKWs frontal getroffen haben. In einem PKW war noch eine Person eingeklemmt im Beinbereich, die wir mit schwerem Rettungsgerät retten mussten und auch als schwerstverletzt gilt. Es galt noch die Einsatzstelle auszuleuchten, den Brandschutz sicherzustellen, ausladenden Triebstoffe sicherzustellen und jetzt den Gutachter in Form von Ausleuchten zu unterstützen. Wir sind aktuell mit 4 Fahrzeugen vor Ort und 22 Mann. Das ist eine Standardrettung, eine Standardsituation für uns gewesen, die wir auch nach einer Standardeinsatzregel abarbeiten. Der Rettungsdienst wurde heute Abend auf die Verbindungsstraße Blochingen-Wernau entsandt. Hier wurde ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Vor Ort hat sich herausgestellt, dass es sich um einen Frontalzusammenstoß handelte, bei dem insgesamt 3 Personen verletzt wurden. Eine Person war auch im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Wernau aus dem Fahrzeug mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Also im Prinzip ist immer die erste Aufgabe, alle Patienten zu finden, zu sichten und auch zu versorgen. Natürlich haben sich in dem Fall die medizinischen Maßnahmen auf die eingeklemmte Person konzentriert. Die wurde, nachdem sie von der Feuerwehr befreit wurde, an unsere Besatzung übergeben, hier vor Ort versorgt und dann in den Schockraum in der Klinik hier im Landkreis transportiert. Also in dem Fahrzeug, wo die eingeklemmte Person war, gab es noch einen Beifahrer, der leicht verletzt wurde. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Rettungsdienst war hier mit einem Notarzt vor Ort, 3 Rettungswagen insgesamt für den Transport der Patienten. Und es war noch der Einsatzleitdienst da in Form von mir als Einsatzleiter Rettungsdienst sowie unser leitender Notarzt.